Einen wunderschönen guten Morgen an alle und herzlichen Glückwunsch an diejenigen, die gestern mit Long eingestiegen sind. Wir machen ein ganz kurzes Review und zwar von gestern Morgen. Gestern Morgen ist genau das passiert, was ich ein paar Tage vorher als Long-Szenario gesagt habe. Also das heißt den sogenannten Run Day. Gestern ist FDAX oberhalb die 9.800 geblieben. Das heißt, eine kleine Korrektur bis dorthin gemacht und oberhalb der 9.800 nach oben gedreht. Das war, habe ich euch auch unter der Kommentare geschrieben, eine total gute Szenario für Long. Die 10.355, 10.450 sind die Mindestziele, die seit dem Video 25.03. euch bekannt sind. Das heißt, ihr wisst, ich habe zweite Mussziele, die erreicht werden müssen und nicht können, sondern erreicht werden müssen. Allerdings, wir haben es damit gerechnet, dass FDAX nach diesem Run von 8.200 eine kleine Korrektur gibt. So, wir haben heute soweit, also ihr solltet nicht shorten unbedingt, aber ihr solltet langsam und sicher zwischen 10.350, 10.400 auf jeden Fall Position reduzieren. Wisst ihr, ich sage, es ist wichtig, dass wir als Berufstrader ein, zwei gute Trade in der Woche finden. Nicht, ja, viele meinen, Daytrading heißt, jeden Tag muss man unbedingt traden. Ja, man kann, man muss unbedingt traden, aber man muss ja auch mit Risiken und mit Verlusten auch rechnen können. Ein, zwei gute Trade und eigentlich ist ausreichend. Heute Nachmittag gegen 14 Uhr, wie immer, bin ich bei Opening Bell von Markus Koch und ich freue mich, wenn ihr mich begleitet, dabei seid mit euren Kommentaren. Ich werde die natürlich lesen und ja, lasst uns einfach mal dort uns präsentieren und ich hoffe, dass wir richtig machen. Dann bis später, alles Liebe und bis dann.